Biberi on the Pad. Hallo beleuchtete Brüder, hier sind die beleuchteten Brüder. Auch. Wir grüßen uns selber. Bestimmt freuen wir uns darüber. Wir sind eigentlich zum ersten Mal gestorben in der Link to the Past, im allerersten Dungeon. Also eigentlich nicht wir, eigentlich war es Pong. Nein, das war nicht im allerersten Dungeon. Die Burg war der allererste Dungeon. Die Burg war nicht der allererste Dungeon. Na klar, du bist falsch gelaufen. Die Burg war gar kein Dungeon. Doch, der erste. Ist jetzt alles kaputt, was ich gesammelt habe? Nein, ist alles heil. Gut. Wir haben ja schon eine Bombe gesammelt. Wann das denn? Keine Ahnung. Hast du hier? Nee, hier ist bestimmt die Karte. Man muss jetzt einiges tun, um sie zu bekommen. Aber das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Hast du gerade gesagt, wir wollen es nicht so übertrieben. Ja, aber die Karte? Ja, wir brauchen, wir sind doch schon vorm Endgegner. Wir wissen doch. Da ist sie doch schon. Da kommen wir nicht hin. Wir müssen von oben kommen. Das ist nicht Mario. Wozu ist denn das hier da? Das ist Schikane. Schikane Miyamoto. Ich würde von seinen Freunden genannt. Ich kann uns auch mal dabei filmen, wie wir Schlag den Rab das Spiel spielen. Ich will mich nicht filmen. Ach so. Warum denn nicht? Du wolltest doch auch das Video veröffentlichen, wie wir uns die beleuchteten Brüder genannt haben. Das stimmt, das mache ich, wenn wir richtig berühmt sind. Ach hier, dafür ist das da. Aber wozu gibt es dieses oben und unten drunter Durchlaufen noch? Ein Rätsel, das nicht gelöst wird. Soll es vielleicht noch realistischer machen, das Spiel. Fotorealistisch. Wie kommt man wohl da unten hin, weißt du? Da, oben rechts. Dann, nee, da, ja? Ja. Was gibt's da? Warst du da schon? Nein, ja, war ich. Gibt's nichts. Und wenn man durch die Tür unten ganz durchgeht? Ach, ist das nicht egal? Geh doch zum Endgegner. Wir haben die Karte, wir haben den Kompass, wir haben Schlüssel. Wir haben sogar den Bogen. Da muss ich jetzt für alle töten. Du musst immer die Krüge werfen, das tötet die am besten. Krüge. Der Weg zum Krug ist zu weit. Bis dahin habe ich ihn schon getötet. Ich mag das HWD, das ist sehr spartanisch. Und völlig ausreichend. Ja. Die Schlüsselanzeige ist ein bisschen überflüssig. Ja. Bist du sicher, dass ich nicht nach rechts gehen sollte? Mhm. Hast du während deiner Witz-Ari hast du das alles untersucht und ich weiß gar nichts davon. Ja, was gehst du auch weg? Was hast du überhaupt gemacht? Hattest du noch ein Korn gemacht? Ja. Mach doch mal Licht. Ich sehe ja gar nichts. Du bist hier eben runtergelaufen, ne? Da waren aber nur die Clowns. Also die für mich waren Rubine. Das wirklich immer Clowns. Und Rubine. Ja, nicht die. Du weißt doch, wen ich meine. Nee. Ja, diese Feen, diese Todesfeen. Todesfeen? Ja. Danke. Welche Todes? Ja, diese roten Clowns. Ich weiß nicht, welche du meinst. Einen roten Clown. Diese, die dich töten, die man nicht mit dem Schwert besiegen kann. Ach so, diese Viecher, die da so rumfliegen. Ja. Wir sind das Clowns. Ich dachte immer, das wären Clowns. Aber warum? Die haben nichts Clowniges an sich. Ist er eigentlich immer wieder geheilt, wenn er einschläft? Nein. Ja, das wäre auch gemein. Ach ja. Ich hab noch gar nicht auf die Karte geguckt. Mal schauen. Also, da haben wir alles und jetzt sind wir gleich beim Töten. Denn. Ich hoffe nicht. Das sind die Clowns. Das findest du nicht, dass die ein bisschen aussehen wie Todesclowns? Die sehen aus wie. Weil die diese Clownfarben haben. Rot. Nein. Rot und weiß. Das sind auch Farben, die bei den Nazis beliebt waren. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Und bei Bayern München. Heute Gott sei Dank übrigens gewonnen haben. Ich oute mich. Wir sind überall Kacheln, die so aussehen, als wären es Kacheln. Da ist sie. Das war eine gute Action. Das fand ich gut. Oh, schon wieder ganz viel Kacheln. Oh, das ist die Ballerei. Was für ein Raum, ey, wie geil. Wo bist du? Geh doch erstmal in die Mitte. Da ist doch nichts. Die Mitte ist safe. Ich muss auf irgendeine der Kachel. Welche meinst du ist gut? Links unten. Oh, oder? Links oben. Auf jeden Fall links.
Ich wollte erst links oben sagen, aber dann bist du schon so weit drauf zugelaufen gewesen, dass ich dachte, nee, das war zu früh. Der ist ein roter Mann. Das ist ein Pfeil. Er braucht einen Pfeil. Ja. In seinen Kopf. Kannst du hast schon das Todessymbol auf dem Kachel. Du kannst auch... Oh, er ist ein richtiger Motherfucker. Er ist Badass Number One in Zelda Land. Number One. Jetzt hast du ihn auch ohne Wand erwischt. Ja. Jetzt schieß doch. Ja. Pfeile und Bogen steht er. Er kommt. In den Kopf. Geil. Zwei verbraucht, fünf bekommen. Ja, so ist das ein guter Kapitalismus für mich. Ich habe hart getötet. Oh, Alter. Mach doch den Schleim da oben weg. Siehst du? Jetzt hole ich mir noch Herzen. Und Munition. Um dem Endgegner den Chaos zu machen. Ich weiß nicht mehr, welcher Endgegner das ist. Hast du eine Ahnung? Grunhilde. Ach, die Amos-Ritter! Ah. Ich kann mit so einer Schwere entgehen. A Break Formation. Space Invaders. Nach links geschossen. Ja. Quatsch. Oh. Geschickt bin ich. Wie ein junger Gott. Oh, jetzt ist er wütend. Was machst du denn? Er will mich töten. Ja, aber er ist auch echt nicht erfolglos dabei. Yes. Mal. Mach ein Erfolg-Ei, Alter. Ich hab keine Dinger mehr. Oh nein. Dann nicht ein Erfolg-Ei machen, bitte. Ah, der kann ja was einstecken. Ja, er ist wie so ein Heavy-Metal-Fan. Kann auch was einstecken? Ja. Zum Beispiel Kritik von seinen Nachbarn über seine Kleidung, Person. Und seine lauten Musik. Ja, stimmt, das ist wie naheliegender. Dachte, das willst du von Anfang sagen. Wir haben den Geldbeutel bekommen. Das ist kein Geldbeutel, das ist ein Medaillon des Glücks, mit dem wir Scharaschrala in die ewige, in den ewigen Reichtum bringen werden. Mutes. Und der will kein Reichtum. Doch. Der will doch kein Reichtum, Sahasria. Doch. Nein. Nicht ihr, Sahasrala. Sahasrala, das ist doch einfach nur ein netter alter Rubi, der so ein bisschen dement. Der will, dass wir das glauben. Aber in Wirklichkeit will er das ausnutzen, um hier schön am Strand sich mit Caipirinhas das gemütlich zu machen. Das kommt raus im Spiel noch, oder was? Ja, das ist die Story. Das glaub ich dir. Das war, als Zelda noch eine Story hatte. Du lügst. Nein. Doch. Vielleicht irre ich mich, aber ich lüge nicht. Doch, weil du genau weißt, dass es nicht stimmt. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich muss jetzt zurück in die Hütte, oder was? Ja, in die Hut. Ist die hier unten? Nein. Doch, der Weg ist gut. Ja? Du musst auch von der Ekelplattform runter. Ach nee, doch nicht. Aber ich muss nach oben. Ja, ich wusste nicht, dass es schon so weit... Oh, jetzt ist das Masterschwert schon eingezeichnet. Wir wissen schon alles über das Spiel. Ja. Auch wenn manche Informationen gelogen sind. Pass mal auf, das ist ein richtig. Der ist richtig, hat richtig Bock auf Cocktails. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was hat er? Was sagt er? Also aus den Nachfahren der Ritter, die Hoffnung ist, dass die Ritter sind für alle geknechtet, aber aus den Nachfahren der mutigen Ritter wird ein geiler Nachfahre hervorgehen. Und es scheint sich um Vladim zu handeln. Also dann, ich wäre so geil. Die Stiefel! Das ist gut. Das kannst du. Guck, da oben sind Augen. Das ist ein Gumba. Das sind die Nullen. Geil, geh mal zurück. Ja, genau. Guck mal. Die Nullen sind aus wie die Augen von der, in der Wand. Ja. Ja, stimmt. Sieht aus wie ein Gumba mit groß aufgerissen. Ist nicht mehr.
Sollen wir jetzt wieder zurück in die Kathedrale gehen und gucken, was da war an den Wänden? Hier ist erstmal ordentlich Knete. Bomben! Man braucht auch keine fucking Tasche, um die überhaupt zu machen. Man kriegt die Bomben einfach so. Ja. Die gehören damit zur Umgebung. Mich hat es aber immer genervt, dass er die vorher macht, bevor er losrennt. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Wieso ärgerst du den denn so? Jetzt ist er in Rage und er wird das den Rest seines Lebens jetzt in Rage verbringen. Und was hast du davon? Genugtuung. Schließlich hat er mein Land überfallen und ist dafür verantwortlich, dass Ganon an die Macht gekommen ist. Er ist dafür verantwortlich? Ja, er hat die Wahlkampagne gemacht. Das war der Propagandaminister. Ja, er hat die ganzen Plakate geklebt und die Hausbesuche beim König von Hyrule. Ich weiß, warum du heute so viel lügst. Was ist denn jetzt eigentlich los? Ist es jetzt Hyrule oder Hyrule? Hyrule. Tatsächlich Hyrule? Ach, jetzt kommen wir hier nicht durch. Ja, tatsächlich Hyrule. Ja, ich glaube, ich sage immer Hyrule. Ich habe früher zu Ocarina of Time Flight, das ist ja mein erstes, der ja nach Link's Awakening war, und das erste somit, wo Hyrule vorkam, für mich, habe ich immer Hyrule gelesen. Hyrule. Ja. Äpfel! Was ist denn das? Was sind Äpfel? Ich habe nie gesehen. Das gibt mir Energie. Man kann ja die Bäume anremseln. Manchmal passieren gute Sachen. Manchmal macht man auch nur die Wachen auf sich aufmerksam. Relativ auffällig. Hier, Uncharted. Gar nicht. Jetzt kann ich nämlich in der Bibliothek gegen das Bücherregal rempeln und das Buch runterhauen und dann kann ich die Schrift lesen. Ja. Die alte Hylia-Schrift. Hylia oder Hylia? Komm ich jetzt nicht mehr durch hier oder was? Auf was? Man muss ich jetzt wieder über die... Komm, die beiden stehen da, du kommst wie so ein Berserker da rein. Knallst gegen den Thron. Versuchst den wieder wegzuschieben. Das ist doch kein Thron. Klar, es ist so eine Kirche. Na, halt den Altar. Und rennst wie so ein Irrer wieder raus. Und die gucken dir einfach nur an. Ja. Was machen die ja den ganzen Tag? Dich in Sicherheit bringen vor Ganons Schergen. Die nicht auf die Idee kommen, da mal reinzugucken. Aber die steht da auch einfach nur so rum. Wo willst du denn hier hin? Ja, das stimmt. Die können eigentlich mal was anderes machen. Oh Gott. Warum musst du das jetzt an jedem Baum machen? Die sind gut! Die warnen mich vor dem seltsamen Nebel. Merkwürdig, wie sich der Baum beim Singen anfühlt. Der ist nämlich hohl und wenn du nachher in der Zukunft wiederkommst, dann kannst du da reingehen. A-Holzhack und B-Holzhack heißen die beiden. Also wenn du... Vielleicht spoilerst du ja für irgendwelche Leute. Da waren zwei Kugeln. Das Spiel ist von 1909. Das hat jeder gespielt. Wo gehst du jetzt hin? Ein Herzteil. Ja. Gleich ist das Video vorbei, dann lasst du wieder. Oh ja. Dann lass du nach Kakariko. Kakariko. Ich bin auch für Kakariko. Aber ich glaube, Kakariko ist richtig. Nachher gibt es diese Rätsel mit dem Teleporten zwischen den Zeiten, mit dem Spiegel. Da musst du dich irgendwo hinstellen und teleporten. Das ist auch eine tolle Musik. Hoffentlich sieht man das überall auf dem Video. Ja. Glaub schon. Wusstest du? Das ist der Dieb. Danke, ich gehe trotzdem ran. Oh, auch hier, das bin ich schon wieder falsch. Was wusste ich? Ja, ich weiß es gerade nicht mehr. Sie werden es nie erfahren. Nee, das war eine gute Sache. Das ist ein Schwert. Das ist gut jetzt hier. Hurra, das Masterschwert. Nein, doch, wie schade. Da sind echt viele Schwerter versteckt. Was will der von dir? Ich will mich ausrauben, ich kann ihn nicht töten. Warum nicht? Weil er ein Mensch ist. Warum? Link tötet keine Menschen. Aber er versucht es, er trifft einfach nur nicht.
So, und jetzt sind wir nördlich von Kakariko. Und damit, wenn ich das wirklich festgestellt habe, dass es so ist. Was hat der da drüben gemacht? Achso, hier, guck mal. Das ist, glaube ich, das Haus des Dorfältesten hier. Oder? Nee, das ist ein scheiß Penner hier. So ein Magier. Guck mal, wie böse das Haus aber aussieht. Mit den Totenköpfen. Ach, hier, guck mal, die kann man auch so wegbamsen. Yeah. Oh, in Ocarina of Time 3D. Ja. Haben Sie die Anzahl, die man. Oh, das ist schön. Wollen wir den erst kurz lauschen? Ja. Das ist wirklich sehr cool. Und was Sie in Ocarina of Time 3D mit der Anzahl gemacht haben, erfahren wir im nächsten Video. Das ist der krasseste Cliffhanger, den wir je hatten.